Jetzt? Ja, jetzt hören wir dich wieder. Hallo. Bitte? Alter, ich habe die ganze Zeit hier erzählt, dass mein scheiß Antivirenprogramm fast 90% meiner CPU-Leistung dauerhaft zieht und die anderen 10% von Battlefront gezogen werden und ich deshalb durch eine Lag-Orgie einfach nicht spielen kann. Was? Und ich krieg das scheiß Antivirenprogramm noch nicht mal auf, dass ich es deinstallieren kann. Wieso deinstallieren? Darf ich es nicht killen. Du meinst schließen, nicht deinstallieren? Nein, deinstallieren. Das kommt runter. Mit meinem Scheiß. Also ganz ehrlich, wenn das 90% meiner CPU zieht, dann ist es definitiv nicht mehr funktionabel. Dann funktioniert es nicht. Dann brauche ich es nicht. Ganz einfach. Okay, wir haben hier einen Gegner, der heißt Don't Run Trump. Da kann ich zwar vollkommen mit übereinstimmen, aber die Runde ist leer. Mein Netzteil wiegt gefühlt schon 30 Kilo. Was? Dein Netzteil? Was hast du für ein Netzteil? Ich finde mein Netzteil ziemlich geil eigentlich. Das zeigt mir permanent an, wie viel Watt der verbraucht. Und der verbraucht gerade 337 Watt. Der hat auch... Jan hat sich halt auch irgendwie alles von Asus gekauft, was irgendwie von Asus ist, was Computer geht. Ich hab mir ich muss halt überlegen, ob das Crucials waren, von dem ich die RAMs habe. Jetzt geht's endlich ja auch über irgendwie so in der Art. 32 GB RAM von einer anderen Firma. Und das. Die Grafikkarte ist von Aorus. Warum hast du denn so viel. Warum hast du denn an Asus so verraten? Weil ich die von Aorus noch cooler fand. Be quiet, poor Power 11. Heutzutage, heutzutage geht alles über RGB-Beleuchtung, okay? Be quiet baut doch auch andere. Also bei Be quiet sind doch die Netzteile nach anderen Maßstäben gerichtet. Zum Beispiel meins. Ja, CT hat schon wieder irgendwelche Probleme. Ich hab das Madrid. Also die Be Quiet Netzteile sind doch nach Dings geregelt. Nach Städtenamen. Zum Beispiel das Berliner ist irgendwie 700? Keine Ahnung. 7 Euro, Junge. Vielen Dank für den Sub-Chaos. Also ich muss sagen, ich habe auf der Gamescom, wo ich zuletzt war, ich glaube, das war 2018, glaube ich, oder 2019, ich bin mir gerade nicht sicher. Ich glaube aber 2018, habe ich das Asus Tor Netzteil gesehen. Ich habe mich direkt da drin verliebt, weil es einfach so geil aussah. Und die haben halt noch den Schaft von Boris Hammer noch da dran gesetzt. War noch ein extra Feature. Kannst du zwar so nicht einbauen, aber egal. Nee, es gibt eine Pure Power 11 Reihe. Komisch, kenne ich gar nicht. Chaos Baron, du weißt, wenn du am Rechner abonnierst, dann kostet dich nur so ein Fünfer, ne? Also wenn du das am... Oder in der... Webseitenversion. Also wenn du die App nicht benutzt, dann kostet dich das weniger. Also hast du anders gesagt, du hast jetzt 2 Euro deinem entsprechenden Handy oder dem entsprechenden entweder Apple oder Google gegeben. Viel Spaß. Also ich empfehle jeden, der darüber legt, hier zu abonnieren. Also immer, ist immer gern gesehen und freue mich über jeden. Ich empfehle euch trotzdem, aber nicht über die App zu abonnieren. Das kostet mehr. Ach, Jan. Solche Erinnerungen, was? Ich könnte katzen. Hallo, CT. Ich weiß, was ich gleich wieder mache. Wo ist mein Panzer? Oh, Mann. CT ist traurig. Frag mich, warum. Nee, ich bin nicht traurig. Ich bin wütend. Hat jemand geschrieben, hi, CT. Hi, zurück. Und pass auf, ich schicke dir gleich einen richtigen Hai vorbei. So mies, wie ich gerade drauf bin. CT ist... Oh Mann, das Spiel ist so leise. Ich fand die Einstellung eben viel besser. Verdammt. Ich habe keine einzige Einstellung gemacht, Nomi. Nein, ich meinte bei mir Audio. Kannst du nicht für dich und für den Stream die Audio einstellen? Ja, das ist auch so. Also Audio für den Stream ist eh schon leiser. Also als bei mir. Was ist es? Also vielleicht muss ich das wieder ein bisschen hochdrehen, aber oh, guck mal. Ja, war wow, ein kleines... Panzer, ich begrüße Sie. Zeit für den Nahkampf. Scharfschützenmodus.
Wirklich nicht. Weißt du was? Wir machen was genau dazwischen. 25er. So. Na, so. Passt das gut. Na, jetzt muss ich hier irgendwie raus. Mein Panzer ist so fett. So, ich bin auch down. Ich habe 2500 Punkte. Ich kann kein Panzer fahren. Weil die alle vergeben sind. Was will ich denn? Ah, ich kann Panzer fahren. Wir übernehmen Kommandoposten Esk. Hui. Boom, boom, boom. Ach, das war nur so, eine KI. Jetzt geht's wieder los. Ich hab gute Erinnerungen. Panzer, Freunde. Das Problem ist, dein Panzerfreund wird beschossen. Bombe, wo bist du? Ich bin fast tot. Wo bist du? An der Front, bei E. Und tot. Du bist auch da alleine. Du weißt auch, dass das nicht funktioniert alleine. Ich hab einen neuen Panzer. Ja, ich halte die Stellung hier. Gut, aber so ein dummes Stück Kacke. Oh nein, da ist Maul. Komm, ach komm schon, das ist doch scheiße, diese Steine, die einem immer im Weg gelegt werden, wortwörtlich. Ich hasse Geonosis. Ich finde die Map geil. Aber ich mag Geonosis generell. Bist du der Panzer, der da am rumwedeln ist? Ja. Gut, bin da. Das ist ein Stab. Ja, und, oh Gottchen. Ich bin schon wieder fast tot, Mann! Snipern! Was? Ich wurde weggesniped! Alter, was ist das denn? Ich auch. Luke, du Arschloch. Das ist doch nicht dein Ernst, ich wurde weggesniped. Den hole ich mir. Wo ist der? Wo ist der? Ich komm mit. Oh fuck. Ah! Au! Du bist nicht im Panzer, ne? Nein, ich bin nicht im Panzer. Okay. Maximal ein Panzer im Spiel, sorry. Einfach totgesniped! Ja, einfach totgesniped! Jetzt bin ich falsche Klasse. Charakterwechsel und zwar Angriffstrupp, das ist sind. Ich höre dein TS kaum. Hä? Okay, Moment mal, wisst ihr was? Machen wir das mal wieder auf 7. Vielleicht bin ich auch einfach im Verhältnis zu laut. Keine Ahnung. Wie gesagt, ich habe mich lauter gemacht. Lucanus, schön. Hallo. WCT, der redet. Ja, ja. Ich rede nur nicht so gerne, Alter, ich weil ich mich gerade sehr aufrege. Eigentlich. Jetzt hat er endlich die scheiß Avast-Software gefunden. Jetzt geh ich da kann ich sie dir installieren. Alter. Also ich empfehle jeden Kaspersky als Antivirenprogramm. Antivirenprogramme sind da, kannst du allgemein in die Tonne treten. Hä? Das ist nicht nur. Das sind alle Antivirenprogramme, die du in die Tonne treten darfst. Ich habe nie Probleme mit dem. Gute Kaspersky habe ich auch noch nie ausprobiert. Kaspersky. Höre ich Alter, was ist das denn? Was ist das denn für ein scheiß Sniper-Gewehr, was der Tünnes da hat? Keine Ahnung, ich mag es nicht. Was hörst du denn von Kaspersky? Ich hör nie schlechte Sachen also, von Kaspersky. Ich hab einen Kumpel. Was heißt Kumpel? Alter, was ist denn hier los? Die Freundin meiner Mutter, deren Sohn ist IT. Irgendwie bei uns in so einem scheiß IT-Reparaturspingens und die haben nur Probleme mit dem Kaspersky. Wenn die irgendeinen Kunden haben, der mit dem PC kommt, der Kaspersky drauf hat, dann empfehlen sie ihm immer, Kaspersky runterzuschmeißen, weil Kaspersky halt auch ähnlich wie den Fehler, den ich jetzt habe, die CPU auslastet wie sonst was, ohne dass du es bemerkst. Ja. Boing. Boing. Oder was ist das jetzt schon wieder? Ich hasse sowas. Warte, ich höre Grievous bei mir in der Nähe. ich höre eine Menge hier in der Nähe. Boah. Hilfe, Beschuss. Ja, hier ist, bei mir ist Grievous. Ich hab so viele Sniper hier. Au. Nun, er hat doch auch Einfluss. Genau, ich habe Einfluss, deshalb. Ich habe so viel Einfluss. Dass mein
dass mein Spiel, dass bei mir das Spiel Kaspersky immer gut läuft. Okay, die Sache ist die, ich habe eh so viel CPU-Leistung, das ist, ist schon eine Leistung, das Ding erstmal voll zu kriegen. Na, ja, okay, Jan, ich habe aber trotzdem noch was mehr. Moin! Was hast du für eine CPU? 3950X. Das war ein Fehler, da hochzugehen, da sind 30 Millionen Druiden. Ich glaube, ich weiß nicht, ob du wirklich mehr Leistung hast als ich. Doch. Der 950X ja. Hat mehr als ein 99K. Das ist ein 9er. Beim 10er, also bei dem teuersten 10er könnte man vielleicht noch überlegen, aber dann kommt es auch wirklich auf das Testprogramm an. Die 9er, die sind fast durchgehend schwächer als die C, die aktuellen Ryzen-Prozessoren. Sag mal, willst du mich verarschen? Ich kann Alter. Noch nicht mal die Dateien von Avast aufmachen, von meinem scheiß Antivirenprogramm. Es stürzt ab. Du hast Probleme mit Avast? Avast, ja. Ich hatte nie Probleme mit Avast. Alter, ich hab, also bei mir ist es genauso wie bei CT bezüglich Kaspersky. Ich fand jeder, der Avast hat, der berichtet mir immer noch von scheiß Problemen. Ich hab nie Probleme. Jetzt ist tatsächlich das erste Mal, dass Avast bei mir Probleme macht. Das denke ich mir, nee, ich schmeiß ich runter. Windows Defender reicht mir vollkommen aus. Mit neuen Updates sind die mit jedem zahlungsrichtigen Dingens vor einem Jahr oder so, mit dem Update vor einem Jahr sind die genauso leistungsfähig wie der andere Antiviren-Dingens. Einfach was? Antivirenprogramm? Was? Einfach was Antivirenprogramm ein Virus ist. Hab nur einen 3600er. Dieses Gefiepe im Hintergrund von CT. CT? Hast du jetzt auf Dauer senden? Was für ein Gefiepe? Nein, ich hab immer noch auf Push to Talk. Toll! Das ist so interessant, der sendet trotzdem, obwohl. Musst du mal bei dir an der TS-Lampe nachgucken. Ich seh's gerade. Oh Gott, wo kann ich das nochmal sehen? Halt, Alter. Weavers! Jetzt ist es. Ich hab hier ein anderes Problem, bei mir ist ein Gap. Gap ist doch kein Problem. Hey, es hat aufgehört. Jede Menge jetzt wieder. Infanterie jetzt funktioniert's wieder mit Push to Talk. Marvin. Hier, Jan. Es gibt keine Probleme, es gibt nur Lösungen. Du hast einfach noch nicht die Lösung. Ich glaube, wir kriegen hier halt etwas doch hart aufs Maul. Ich glaube hinter dich. Das ist das Letzte, was ich tue. Nein, wieso ist hier Maul die ganze Zeit? Rex Gap. Alter! Kannst du gegen mich ausrichten? Bleib einfach hinter dir, was willst du machen? Ach, guck mal, Grievous! Ich hau ab. Ja, das ist so. Ich hau ab. Au. Entweder wäre ich erschossen oder ich wäre von Grievous zermalmt worden. Versuchen wir es nochmal mit dem Panzer. Eure Befehle sind einfach. Sichert diese Position. Gibt es Helden, die massiv stärker sind? Was meinst du? Hä? Massiv stärker als was? Durch die chemische Industrie gibt es dieser dumme Sniper da oben, ne? Willst du jetzt Werbung für deinen Arbeitsplatz machen oder was? Nein, aber durch die wunderbare Chemie gibt es eine neue Technologie, womit Saphirglas hergestellt wird, was so hart wie ein Diamant ist. Dadurch können Handy es kaum noch verkratzen, dennoch kriegen sie Idioten. Ah, ich weiß, von wem das ist. Oh. Junge, ey. Hey, komm, das war ein super Video von dem. Oh. Out Gangster. Ja, du mit Idiot. Dem Hammer. Was haben wir eigentlich für ein schwaches Team? Ja, du bist Teil vom Team, nicht vergessen. Von wem denn? Wie heißt der nochmal? Was? Varion. Genau, Varion hieß er. Das ist ein, so einen Comedy-YouTuber der alten Schule. Ja, der ist schön, der Kunde war. Finde ich. Also wenn man eher auf etwas, dann erstmal Videos steht,
die von der YouTube-Anfangszeit aber noch hochqualitativ sind, dann kann man zu dem gehen. Auch wenn ich jetzt keine Werbung für den machen will eigentlich. Der hat genug. Der ist groß und mächtig. Warum schaffe ich es eigentlich, Maul permanent zu hitten, aber Druiden nicht, weil die so einen kleinen Hitboxer. Du meinst Köpfchen. Ja. Boom. Da ist Luke. Es ist Granaten. Heute ist nicht ihr Geburtstag. Hört auf, Geschenke zu verteilen. Boom. Ja. Einfach mal den Gap zerstört. Ich bin ein republikanischer Kommandosoldat. Ja, das ist ja das Problem an der Sache. Aua, ich hab 23 HP, ey. Mein Jan, hattest du Battlefield 5? Ja. Müssen wir mal spielen. Habe ich auch runtergeladen, weil ich genau wusste, dass diese Frage kommt. Aber ich glaube nicht von mir. Was? Direkt. Was macht ein Ohrnehmer? Ganz einfach, ich fahre Panzer. Das darf ich doch wohl. Ich kenne das Video gar nicht. Ja, also Varion macht. Meinst du, du kennst Varion und das Video nicht? Das war, keine Ahnung, in welchem Zusammenhang war das. Das war irgendein Werbevideo. Aber ganz gut gemacht. Ja, mit der chemischen Industrie. Ja. Ja, stimmt, ja. Das mit dem Holzflach finde ich auch noch ganz gut. Aber ich finde es ja immer so, also die coolsten Innovationen finde ich halt immer kacke, dass die Alter, irgendwie... dieser dumme Sniper, ne? Der Sniper hat eine Angstbubble. Haha. Sniper-Scheißer. Jedenfalls, worauf ich hinaus wollte, die coolsten Innovationen irgendwie, die gibt es irgendwie nie zu kaufen. Zum Beispiel, es gibt Reifen, die musst du nicht mehr aufpumpen. Und da, die interessieren sich auch nicht dafür, ob da jetzt ein Nagel drin ist oder nicht. Also Autoreifen zum Beispiel. Oh Gott! Das war jetzt nicht notwendig, Superkampfdruide. Das war definitiv nicht notwendig. Das war nicht notwendig! Wo ist der Sniper? Da ist er, ich sehe ihn. Hörte ihn. Ich habe mich verloren, scheiße. Da oben. Alter! Raketenbeschuss! Ja, jetzt kommt ein Superkampfdruide dazu, oder was? Wichsfrosch! Hast du Probleme? Nein! Gerade ist B ziemlich stark unter Beschuss. Verstärkung ist auf dem Weg. Alter. Ich finde das ja immer geil, was das Gefecht hier gibt. Alter. Viele Klone leiden Störungen. Nimm den Helden. Nein, ich kann nicht mit Helden umgehen. Das ist jetzt. Die Runde ist leider zu knapp, um jetzt auf Experimente umzusteigen. Nein, 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 nein! Schon wieder der Sniper. Moll war so, ja. Jetzt, ihr Brudi, ich hab ein paar Worte. No? Du bist Sniper und das lasse ich nicht zu. Warum können unsere Leute nicht so sein? Wie? Sniper abknallen? Ja. Ja, weil wir jetzt irgendwo ein Dings verloren haben. C wird zwar gerade gecapped, aber wir haben, glaube ich, was haben wir verloren? Maul ist bei C. E. Ich glaube E. Ich bin ein Panzer. Oh, gib mir Maul zu fressen. Ach, na, nicht schon wieder. Und bei mir ist Grievous und ein Superkampf und keine Ahnung, was noch. Alle deine Freunde freuen sich mit dir. Nee, irgendwie nicht. Doch. Ach, da hinten ist ein
Wee, zerstört. Boah, Junge. Könnt ihr mal aufhören, mich von allen Seiten zu beschießen? Ich bin doch nur ein Panzer. Ich tu doch nichts. Au, oh, ich muss in Deckung. Als Panzer in Deckung. Ich fühle mich wie in World of Tanks. Ich bin ein Panzer, ich brauch Deckung. Warum kriegen wir es nicht hin? Diesen dummen Punkt so einzunehmen. Nimm einfach was? Unique, der ist okay wie sonst was. Nee. Das Lichtschwert, ich verreck mit jedem Lichtschwert da. Ich mag Sniper. Damit bist du hier eine Minderheit und damit dürfen wir dich diskriminieren. Wo funktionieren Diskriminationen? Du Arschloch! Alter! Haha, das war eine KI. Und nein, um das klarzustellen, das war Sarkasmus, wir, niemand diskriminiert Minderheiten hier. Punkt aus Ende. Alter, ich werde schon wieder beschossen von irgendwelchen Heslon-Snipern. Ja, das war ein besonders großer Heslon-Sniper. Das ist eine KI. Beendet. Das funktionieren Minderheiten nicht. Wie? Wir, nein, Minderheiten werden nicht diskriminiert. Ich bin eine Minderheit. Darf, was? Darf es diskriminiert werden? Nein. Ich hab Schluck auf. Schlimm. Schlimm. Okay, ich glaube, es wird Zeit, die schwere Klasse rauszuholen. Die schwere Klasse? Ja. Richtig schwer. Oh ja. Wer bringt denn mehr auf die Waage, du oder die schwere Klasse? Ich. Oh. Weil ich Ultra-Chungus bin. Hui. Boom. Es war wieder ein Sniper, der mich umgebracht hat. Das ist doch nicht normal. Oh, erstmal wieder leben. Alter! Das ist nur Strom. Wieso tut mir Strom weh? Ich bin ein Mensch. Ja. Was denn? Fragst, warum dir Strom wehtut, weil du ein Mensch bist. Ja, ich bin kein... Aua. Aua. Bin ich eine Minderheit? Nein, bist du nicht. Das habe ich schon wieder so hart auf den Maul bekommen. Alter, Sniper, ey. Was habt ihr eigentlich für ein Leben? Ihr habt kein Leben. Das ist vollkommen korrekt. Nerventödliche Pisser, ey. Strom zu stark, Herz aus. Na, 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 so funktioniert das nicht. Wie wir alle wissen, Menschen sind gegen Strom immun, deshalb können auch alle Menschen in den Fingern die Steckdose stecken. So funktioniert das doch, oder? Ich glaube, ich habe einen sehr interessanten Grafikbild. Ich weiß nicht, oder warum strahlt denn die alle so? Was heißt das denn? Hä, was ist denn hier los? Hä? Was ist denn hier los? Sieht das immer so aus? Hier sieht's wieder normal aus, komisch. Lalala. Ja, oh. Ist klar! Er hat mich aber auf eine coole Position gebracht. Von allein. Na, ich. Boah, jetzt schießt man mir in den Rücken. Hallo, Skull.
Ich habe mal in die Fackel gefragt und befasst es doch. Weiß nicht, wie. So, ich bin doch ein Mensch. Ja, eben, das ist vollkommen. Du bist kein Mensch. Du bist ein Alien. Mhm. Boing. Überdenk doch mal dein Verhalten. Grievous, überdenk's doch mal. Das hilft doch keinem mehr. Doch, Grievous hilft. Da sitzt Maul einfach da in der Ecke. Ja. Hi. Boom. Au. Die Separatisten übernehmen das Einsatzziel. Wie denn? Ach, ist das zum Captain jetzt neuerdings oder was? Nee, oder? Das war doch schon immer zum Captain, die ersten beiden. Nee, die sind nicht zum Captain, sondern zum, also ich meine mit was anderes mit Captain, also zum, anders Captain. Nicht zerstören, halt aktivieren, das meine ich. Captain wäre ja einfach reinlaufen. Ich hab den Sniper mit meinen Schweren weggeballert. Ha! Get fucked! Was? Na toll, jetzt laufen die bei B rum. Ja, ist klar, jetzt kommt der Maul! Ich hoffe, ich habe mich wehgetan. Na, jetzt auch mal die schwere Truppe. Ballert sie nieder! Granate auf dem Weg! Boing, boing, boing. Alter! Ich wollte doch nur ein bisschen mit meinem MG rumspielen. Was seid ihr denn hier? Alle oben, alle runter da! Nein, das macht Spaß hier oben. Ja, so verlieren wir aber. So haben wir verloren. Vielen Dank, Leute. Das passt schon. Das passt schon. Nein, die trotzdem alle weg. Weißt du, was das Problem ist hier? Die sagen Rückzug, aber du kommst halt nicht raus. Ja, weil die Türen, die müssen erstmal aufgemacht werden. Tja, für den Feind. Cool, ich bin noch rausgekommen. Lol, ich habe was damit getötet. Oh, die Oxes. Nein. Wieso haben die Klone keine Filteranlage? Oh, Hallöchen dagegen. Hat der gerade ernsthaft Annäherungsminen direkt vor seine Nase gelegt? Klonkommando. Wir müssen jetzt erstmal noch. Maul ist tot. Da kam eine Hand. Was ist das? Boah, Arschloch. Ich glaube, deine Rüstung ist zu weit, dass sich das Licht noch irgendwie reflektiert. Ich glaube, das war irgendwie eher ein Bug. Wieso bin ich jetzt da? Da wollte ich nicht rein. Crow. Ich war verchromt. Komm her! Aber ich muss sagen, ich glaube, ich habe meine Position zu Rage. Also, nachdem ich auch herausgefunden habe, was das überhaupt mit Rage Racing richtig auf sich hat, habe ich meine Position zu Rage Racing geändert. Alter! Ich hasse dieses Bunny Hopping! Auch wenn er sich durch seinen. Auch wenn er sich durch seinen Namen eine gewisse Sympathie. Ja, ist klar. Er herbeigeholt hat. Ja, schön, dass du dich daran freust. Ja, das war witzig. Ach, ihr seid alle abgehauen! Was war denn deine Position zu Raid Ranking? Ich fand sie am Anfang recht unnötig. Ich dachte, das wäre halt schon wieder so eine dumme Nvidia-Technologie, die sich, ich denke, ja komm, hier, wir wollen unsere Karten noch mehr versuchen zu verkaufen. Oder besser gesagt, halt irgend so eine Monopol-Scheiße. Wieso kann man nicht mal in eine Richtung kämpfen, ohne dass man und das Gefühl haben muss, gleich wieder von hinten irgendwem umgebracht zu werden? Aber dann kam man halt so auf die Idee, ja, Raid Racing ist ja auch die gesamte Reflexions-
und Lichtberechnung. Und aktuell wird das halt durch irgendwelche anderen Tricks gelöst. Das könntest du ja, wenn Raid Racing kommen wird, weglassen und dadurch eine Menge Entwicklungszeit sparen, indem du einfach sagst, ja, okay, Raid Racing an. Und die bei den Texturen die Hardware-Informationen raus, dann musst du dir nicht nochmal überlegen, wie du effizient und ressourcensparend nochmal gescheite Schatten einbaust. Das war wieder CT, der anscheinend irgendwie gerade massive Probleme mit deinem Rechner hat. Ich möchte, dass die Ruinen abgehen, damit ich diesen Spielmodus endlich beenden kann. Der ist so nervig. Ist? Oh, noch eine Minute. Ich finde den cool. Gleich geht's wieder runter, Jan! Toll. Meine Faszination hält keine Grenzen. Dann spiele ich nur noch Sniper, um jeden auf den Serb zu gehen. Au! If you can't win against them, join them. Ich mach dann einfach nur weiter noch Panzer. Immer wieder Panzer, 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 Panzer. Das ist in Warzone eine große Sache, weißt du, mit Russian Bias. If you can't kill them, join them. So funktioniert das Leben aber nicht. Doch. Nein. Ja, und vor dir ist... Ach nee, das ist Master Chief. Bist du ein Sniper? War einer. Ja, jetzt bist du tot. So ein typischer Droide mal wieder, ne? Das heißt, wir bleiben bei dem ursprünglichen Plan. Überrennt sie auf der Oberfläche mit Klonen, damit wir an Bord des Dreadnought gehen und ihnen zeigen können, wie es gemacht wird. Und zack. Nächster Panzer. Was? Ich hab doch einen Panzer, oder? Ich hab doch gesagt Panzer! Das ist doch scheiße. Ob du am Anfang gegen Raid Racing warst? Was? Ich war durch Battlefield Instant davon überzeugt. Wenn sich zum Beispiel dein Charakter in deine eigene Waffe gespielt hat. Ja, nee, für mich war es halt nicht so viel. Das ist es. Also das bisschen, was Raid Racing da gebracht hat, dafür, dass ich auf eine Videokarte umsteigen muss dann. Da dachte ich mir so, Alter, scheiß drauf, das ist doch echt kaum was. Vor allem in Spielen wie Battlefield, da musst du ja, da hast du ja andere Sorgen. Ja. Also in schnellen Spielen bringt dir gute Grafik, ist ja eher die Performance wichtig, aus dem einfachen Grund, weil du eh wenig davon begutachten kannst. Klar, Battlefront hier sieht einfach geil aus, das weiß jeder. Aber du kannst halt einfach wenig hier einfach dich mal hinstellen und dir den Bodentextur angucken. Die sehe ich jetzt zum ersten Mal, dass die fucking Arsch realistisch aussieht. Das ist halt sonst eher so ein stimmiger Gesamteindruck, aber... Sniper als Arc Trooper jetzt einfach. So, was wollt ihr dagegen machen, ne? Sechs Sniper. Da, get nade. Meister Yoda ist hier. Boing. Ich hab irgendwie das Gefühl... Oh, ich wusste es. Da ist die Frostbite ist einfach nur legendär. Nein, weißt du, was legendär ist? Crysis 1. Das ist eine Legende. Eine echte. Weil Crysis 1, für die, ich glaube, die, es gibt hier keinen, der das miterlebt hat damals. Ich leider auch nicht. Ich habe Crysis 2 miterlebt, auch wenn halt Crysis 2 nicht mehr so hart war. Aber für Crysis 1 musstest du so tief in die Tasche greifen, um das potent hinzukriegen. Das war halt einfach so. Du wolltest es spielen, dachtest dir so, ja, egal was du für einen Rechner du hattest, musst du dir einen neuen kaufen. Ist vollkommen egal. Weil es einfach so hardwarehungrig ich war und so Arc gut damals Arc. Aussah. Das ist, Arc. Das ist unbelievable. Hui. Ich halte hier C gerade, sowas unter Kontrolle. Oh Gott, da ist er wieder. C? Ja, guck mal, da kommt jetzt Grievous. Grievous! Aua, ich bin tot, ich bin tot, ich bin tot, ich bin so tot, ich bin richtig hart.
Wie macht ihr eigentlich Wärmeleitpaste auf die CPU? Du nimmst da den Pinsel, den du dann mitbekommst, und dann streichst du das einfach schön quadratisch darüber. Ja, also ich, bei mir ist es nicht ein Pinsel, sondern einfach so ein, so ein Streichding, das, und das verteile ich dann meistens. Auch wenn es in der Regel heißt, so ein fetter Klacks in die Mitte zu bringen, dass da drauf pappt. Nein! Ja, jetzt kommt wieder Grievous an und hat mich mal umgebracht. So ein kleiner Spasti, ey. Nele würde sich wahrscheinlich nicht wieder beschweren, dass das Game scheiße aussieht. Crysis 1? Natürlich. Die ist ja noch jung, die hat ja keine Ahnung von Gaming. Auch wenn Crysis, das Crysis nicht 1... Nicht schon wieder! Bau ab jetzt! Keiner mag dich! Das Crysis 1 Remaster auch schon wieder gut aussieht. Da kann man eigentlich nichts gegen sagen. Weil ich glaube auch, lustigerweise, die Cry-Engine, also die ist ja noch viel härter als die Frostbite-Engine, wenn du das richtig machst. Au. Was war das? Jedenfalls. Hey Leute! Die haben komplett dominiert! An Bord! Die Cry-Engine hat ja eine eigene Raytracing-Lösung. Also, dass du auf den alten Konsolen noch Raytracing hast. Alter! Ja, jetzt hockt sich da erstmal Grievous vor das Ding direkt. Lass mich rein! Die TFAT sprechen in Kürze auf. Ich laufe. One boy, one. Scheiße. Nein! Ich komm nicht mehr rechtzeitig. Scheiß Grievous! Sniper! An Bord gehen, nein! Ich bin auch mit schlechter Grafik aufgewacht. Das ist ein Fallout 3. Fallout 3. Ich, bei mir ist das mehr so, das allererste Anno. Hey! Na, wie geht's denn so? Es läuft, es lebt. Ich bin wirklich sicher, dass es läuft. Man startet ja, jetzt. Ach, hast du das ja nicht hinbekommen, das Programm zu deinstallieren? Nee, ich hab's nicht deinstalliert. Jetzt irgendwie nach dem 6. oder 7. Neustart funktioniert's auf einmal. Also, keine Ahnung, was ich gemacht hab. Wie wär's mit trotzdem deinstallieren? Dann hast du später wieder Probleme. Keine Ahnung. Das Problem war ja auch, ich konnte es vorher noch nicht mal drauf zugreifen. Also ich konnte nicht einfach reingehen und gucken, zeigt das irgendeine Fehlermeldung an. Das konnte ich halt noch nicht mehr. Das kann ich jetzt wieder, also... Ja, keine Ahnung, was los war. Ich werde demnächst... Das kann ich von meinem AD... ...noch mal drüber gucken. Das kann ich von meinem AMD-Treiber. Was ist es? Das kann ich von meinem AMD-Treiber. Stimmt, ja, AMD-Treiber sind ja so ein Stück. Alter, ja, AMD-Treiber, die sind so. Also, es ist besser geworden, vielleicht ein bisschen, aber es sind immer noch. Alter, so ein Stück Scheiße an Software, ey. Sehr froh, dass du kein Radeon 7 hast. Oder wie das Viech heißt. Hä? Radeon 7? Ist das Radeon 7 nicht das Teil, was eventuell die Weiterentwicklung von der Vega 64? Ach so, die! Ja. Wieso? Dieses Teil, was angeblich überhaupt nicht funktionieren soll. Ach, da weiß ich nicht. Also, ich die Grafik. Was macht Master Chief da oben? Ja, keine Ahnung, der macht nichts wirklich Gutes. Jedenfalls, also bei den Nvidia, also bei den AMD-Karten, da bin ich so. Och, du elender Drecksniper. Keiner kann dich leiden. Hör doch einfach auf damit. Hör auf zu existieren! Ja, legit. Ja, stimmt. Geonosis ist wirklich so eine scheiß Sniper-Karte. Das stimmt wohl. Ha, ich habe irgendwas gekillt. Was? Mano, leider ist euer Server voll. Hopp. Hab eine RX 5700 XT und ein. Was? Was geht eigentlich? Oder was? Meinst du, was der Treiber scheiße ist? Hallo, Waze, willkommen. Gut, schönen Tag gehabt. Ja. Der AMD. Die 5700 XT gehört, ist ja auch einer der neuesten. Ja, also die. Das sind aber halt alles. Ja, das sind halt alles zwar neue Karten, aber es ist halt alles keine High-End-Klasse, das sind alles Mittelklasse-Karten.
Das weiß AMD selber. Ja, danke, dass du mich voll im Feuerdreck schmeißt. Was? MTT. Ich wurde da vom Maul weggeputzt. Aua! Was? Ich fühle mich diskriminiert. Nein, fühlst du nicht. Jedenfalls. Die. Was? Hab eine RX Vega 64. Ja, ich auch. Und naja. Ich musste damals sagen, die war. Also, ich hatte immer das Gefühl, die wäre geil. Aber ich muss mir leider eingestehen, die ist auch mehr so Medium. Vor allem, wenn ich mir die High-End-Preise von Nvidia angucke mit 1400. Ich habe damals für die Karte neu 600 bezahlt. Für den Otto Normalverbraucher ist das für ein Stück klein, also relativ kleines. Du müsstest zu uns kommen. Ja, bin ich auch. Ich bin bloß auf den falschen Knopf gekommen. So. Jedenfalls, die 64, also. Au. Ja, ich schlepp jetzt kalt. Die 64er ist halt auch schon wieder meine 5, nein, nicht 5, sondern 3 Jahre mindestens alt. Ich glaube bald 4. Und ja, das merkt man leider schon, vor allem wenn man WQHD spielt, was halt nicht Full HD ist. Damals sollten die 4K-Game hinkriegen, ja, ist klar. Träum weiter. Jedenfalls, worauf ich hinaus wollte, die Nvidia-Preise mit 1000. Halt doch durchaus ein anderes Kaliber. Du, das ist ja momentan nur die 3090 und das ist ja der Nachfolger der Titan ATX. Also ja, aber auch die, hier. Normale 3080 kostet ja nur 600. Aber wie viel haben die alten? Wie viel hat zum Beispiel die. Kommt auf das Modell. 2080 Ti gekostet. Hm? Die 2080 Founders Edition irgendwie 1289 noch was. Und da zerquetschte. So, aber so eine KFA, die neue Technik drin ist. 1100 oder so holen. Du hast ja auch extrem viel neue Tech drin, ne? Wenn du mal überlegst, die 2090 hat wie viel Gigabyte VRAM? 24 GB. Zum Beispiel, das interessiert mich jetzt nicht wenig, wie viel VRAM die haben. Die Titan RTX, die aber deutlich teurer ist, hat genauso viel. Also das ist halt nicht der Punkt. Das sind angeblich Gerüchte, dass es eine 3070 Ti mit 16 Gigs geben soll. GDDR6X Speicher. Was? Ich hab dasselbe Problem wie am Mittwoch. Hä? Was hast du für ein Problem? Chaos. Anscheinend irgendwie. Achso, ja, wie gesagt, ich muss wieder mehr angewöhnen an 30 FPS zu streamen. Sorry, das. Wegen den Aufnahmen vergesse ich das immer. Was hältst du von den. 3000er Modellen der Nvidia? Ich würde mir wahrscheinlich eine zulegen. Weil AMD es nicht gebacken bekommt, ordentliche Konkurrenz dazu liefern. Also, Moni, ich würde wirklich vielleicht noch warten, bis das AMD-Pardon, also Big Navi, draußen ist. Ja, aber selbst die werden ja, glaube ich, Es soll ja angeblich bis 3 Monate sein, und dann kommen die raus. Ja, ich kaufe mir die aktuell eh noch nicht. Also ungefähr mit der Werten von einer 3080 momentan für das Spitzenmodell ein. Also dann hätten sie wieder ein Modell im Top. Ich bin da skeptisch. Wir werden sehen. Die Sache ist die halt, also ich werde sowieso warten. Ich werde mir keine Founders-Edition mehr kaufen. Ich habe es einmal getan. Ich habe sofort bereut. Weil die halt die Lüfter, das Ding hatte einen Lüfter und der ist halt so abgedreht. Ganz ehrlich. Ja, das ist halt eine Blower-Style-Karte. Das ist auch der Sinn einer Blower-Style-Karte. Die soll laut sein. Ja, die soll aber. Es wird halt nicht weit darauf gelegt, dass sie leise ist, weil dann würde die Leistung sehr stark darunter leiden, die Kühlleistung. Jetzt bitte dieses Ding gewinnen. Ich hab schon leicht COH fertig runtergeladen. Oh Gott. Jedenfalls, wenn überhaupt, dann würde ich erstmal gucken, wie es mit den Kastenmodellen aussieht, weil die meistens die halt dann mal 3-4 Lüfter einsetzen, ne? Ich bin mir auf das Modell von Auroros gespannt. Naja, ich guck mir die Asus-Modelle an. Asus hatte die von Alter, Asus sind schon viele. Geleakt worden. Nur die Designs von Asus sind schon geleakt worden. Zumindest für die 3080 und die 3070 und die 3090.
wenn ich es richtig weiß. Dann sind die schon geleakt. Was ist denn das bei dem eigentlich im Hintergrund immer? Ein Lüfter. Ein Lüfter? Das ist doch kein Lüfter. Das hört sich kein Lüfter an. Also meine Lüfter höre ich gar nicht. Ja, aktuell... Okay, doch, wenn ich mein Headset runternehme, dann höre ich sie leicht. Warte. Ja, okay, ich habe ein offenes Headset, ich höre sie. Ich glaube, meine Grafikkarte ist relativ leise noch. Ich bin verwundert. Und aktuell höre ich meine Wasserkühlung nicht rattern. CPU liegt bei 58 Grad, GPU bei 61 Grad. Ja, ich habe halt keine entsprechenden Diagnoseprogramme aktuell offen. Ich habe halt durch die Wasserkühlung ist direkt ein Programm von mir installiert worden, das halt ein ganzes C-Monitoring macht. Ja, ich kenne solche Programme hier. Wie heißt das? Ich habe NZXT Camera. Ja, nicht. Du hast eine NZXT Wasserkühlung. Natürlich. Ja, also ich setze immer noch auf Luftkühlung. Ich werde halt nie die wirklichen Top-Modelle an CPUs haben. Und dann sehe ich es nicht ein, dass ich dafür eine extra Wasserkühlung einbauen sollte. Habe ich vor allem keinen Platz in meinem Gehäuse. Naja, das nimmt halt entweder 2 oder 3 Slots ein, ne? Alter, da kommst du halt also nicht mehr halt, durch. Also ich habe halt, nach vorne habe ich halt schon die Lüfter, die ich brauche, damit meine Grafikkarte kühl bleibt. Und so, im Gehäuse gut ist. Nach hinten raus habe ich keinen Platz, weil die Grafikkarte zu fett ist. Nach oben raus habe ich auch keinen Platz, beziehungsweise da würde er direkt gegen eine Wand pusten. Geht nicht. Nach unten raus würde er auch gegen eine Wand pusten. Das nennt man nicht Wand, das nennt man Boden. Oder Boden, ja. Was ist Boden? Also mein Case kann halt kein neues Ding ins Ruhe. Ja, das Blöde ist, ich weiß nicht, wie ich mit meinem Case aktuell umgehe. Dann ist es eigentlich ein richtig geiles Be Quiet Case, aber dadurch, dass die Front-USBs halt defekt sind. Willkommen im Club, meine Front-USBs sind auch im Arsch. Oder waren defekt, also ich habe sie halt ich hab sie halt ausgetauscht. Wieso nicht? Weil ich sie nicht brauche. Du setzt. Wenn du mal schnell einen USB-Stick oder so einstecken möchtest. USB-Stick? Ja. Ich hab einen USB-Hub hinten dran, dass ich den nicht sehe. Hier. USB-Hub hatte ich eine Zeit lang benutzt, aber ich fand die. Bei mir war der immer so wobbelig und. Ach, Alter, wer klaut mir immer meinen Panzer? Ich bin Chewie. Ich bin Chewie. Deshalb wollte ich irgendwie nie. Ich lade rein. Ich kann zu euch kommen. Danach wollte ich keine USB-Sub mehr. Wie lange muss ich noch? Oh, Alter. Wenn wir Helden vs. Schurken machen, ich glaube, das passt zeitlich gar nicht mehr heute. Würde ich dann Leute reinholen nochmal. Das ist keine Lüfter, das ist eine Turbine. Ja. Ist hart. Ah, scheiße. Natürlich! Schießt mir in den Rücken! Ja, diese kleinen Dinger da. Aber aktuell habe ich ja auch eine. Also Color Power werde ich jetzt wahrscheinlich auch nicht mehr nehmen. Da habe ich auch mit schlechter Erfahrung gemacht. Ich weiß nicht. Alter, ich spawne und sterbe! Ich weiß nicht, also ich glaube, dadurch, wenn ich YouTube weiter betreibe mit Streaming und Co. und dann noch halt dazu dann parallel arbeite, dann werde ich wahrscheinlich mir bei der nächsten Aufrüstung ich muss mal gucken, halt irgendwann so einen Rechner zusammenstellen, der so hart überteuert ist, dass das halt alles nur so unfassbar unnötige Premium-Produkte sein werden. Zum Beispiel eine Corsair-Wasserkühlung. Ich habe eine von Enermax, die sieht zwar cool aus, aber die rattert manchmal einfach schon wieder. Was nicht sein soll, das darf nicht passieren, aber die tut's trotzdem. Die war auch einmal deswegen schon weg. Ne, ihr erinnert euch. Das war irgendwie... Jo, Chefchen. 2, 3 Wochen hatte ich wieder keinen Rechner. Aber das... Ich glaube nur 2 Wochen. Wie die rattert? Ja, ein paar Lüfter rattern am in der Innenlüftung. Also die Lüfter... von der Wasserkühlung rattern an ihrem eigenen Gehäuse manchmal. Das hört sich dann extrem bescheuert an. Aktuell laufen sie super smooth, aber sonst so.
Das ist ekelhaft gewesen. Deshalb hatte ich die halt einmal weggebracht. Da wurde sie dann halt auch ausgetauscht. Ich glaube, das Mainboard und die CPU, bis ich die tausche, da wird es dauern. Weil die Ryzen CPUs ja aktuell recht wieder so hart oben sind. Der Grafikboost bei den Grafikkarten, der interessiert mich jetzt auch halt massivst. Illiterate, ist das so ausgesprochen? Ich frage immer nach, weil ich das halt so selten hinkriege bei Leuten. Mein gesamtes System steht unten runtergescrollt. Also wenn du auf der, wenn du die Desktop-Version benutzt, die Webseite, kannst du einfach ein bisschen runterscrollen, dann ist es in einem Panel, ist mein gesamtes System aufgelistet. Müsste eigentlich auch aktuell sein. Ist mein Mikrofon, da ist alles drin. Hallöchen. Alter, wieso kannst du deine Nase nicht runterpacken? Grauenhaft. Alter, was muss dieser Grievous hinter den Reihen durchlaufen, ey? Also mein Mainboard ist halt auch schon wieder... das Problem ist, mit der wie die M2-Slots positioniert sind. Ich glaube, an den ersten M2-Slot komme ich gar nicht, ohne die Grafikkarte auszubauen. Naja, was ist daran das Problem, die Grafikkarte kurz auszubauen? Ja, weil an den zweiten Slot komme ich ganz easy. Ja, dann holt sie halt noch eine zweite M2. Easy peasy, lemon squeezy. Ich hab nicht so viel Geld, Junge! Ich bin hier kein Bonzen-Chemiker, der sich halt denkt, Geld und hab keine Ausgaben. Naja, ich gehe jetzt auch in Kurzarbeit. Ich glaube nicht freiwillig. Doch, weil ich krieg 90% vom Lohn und sind ein paar Tage extra Urlaub. Ja, dann beschwer dich nicht! Hab ich gesagt, dass ich mich beschwere? Ja, so, ich verdiene jetzt auch weniger. Genau so klang das, du Mongo. Oh, hey, keine Diskriminierung, ja? Was für Diskriminierung? Hast du was gegen Mongos? Ja. Oder Mangos? Noch schlimmer? Alter, dieser dumme Donald Trump! Oh, hallöchen. Ich bin Grievous, 23-7. Wo ist der Pisser, Alter? Den hol ich runter mit Raketenwerfer. Chain. Fuck. Er ist unter mir. Oh, er wurde gekillt. Au. Welcher Spasti. Na toll. Oh nein, das ist doch jetzt nicht dein Ernst. Ich hasse sowas. M2 geht davon preis. Eine 500 GB M2 ist nicht so teuer. Ja, ich habe hier eine 1 TB M2 liegen. Eine Western Digital Black. Das ist jetzt nicht die Sache. Aber noch eine zu holen von dem Preis, das sind 140 Euro gewesen. Das ist nicht so. Dafür kriege ich, ich glaube, wie viel? Normale SSD? 2 Terabyte? 3 Terabyte? Keine also Ahnung. Ich habe eine 2 Terabyte SSD von Adata für 240 Euro mit Versand. Beziehungsweise ich habe 2 von denen. Eine in RGB, weil die andere nicht mehr verfügbar war. Also warum in RGB? Bei mir hocken die eh unter einer Kühlungsschiene. Weil meine nicht unter der Kühlungsschiene liegen. Ja, okay, ich habe halt ein teures Mainboard, ne? Ich habe auch ein teures Mainboard von 300 Euro. Ich könnte das 400. Auch. 400! Ich bin bunte. Ja. Ich bitte dich, das war impulsiv. Das war alles impulsiv. Du Scheiße, was ist denn hier schon wieder für eine Party? Todesparty. Komm, ich muss zum Lab. Ich muss zum Lab. Also ich wollte ja nochmals, ich kann ja mal später nachgucken. Jeweils 2 Terabyte SSD-Speicher. Oh fuck, ernsthaft? Oh, komm schon, nein, lass mich rein, du stehst doch vor mir. Jörg, bei mir unter der Netzteilabdeckung, beziehungsweise... Ich wusste, ihr schafft das. Auf der Rückseite bei den Kabeln. Was hast du für einen komischen Rechner?
ist anscheinend sehr komisch, Noni. Hallo, Eladan. Sobald ihr festen Boden unter den Füßen habt, müsst ihr diese Ziele finden und mit allem angreifen, was ihr habt. Okay, Boys, the time has come. Execute order 666. Das musst du besser betonen, sonst klingt das scheiße. Execute order 66. Jetzt klingt das so, als würdest du lispeln und könntest nicht reden. Hab ich auch extra so betont. Okay, gut, wir stellen fest, der Mongo, der den Befehl ausgeführt hat, konnte nicht reden. Aus der Feuerlinie öffnet die Türen. Au. So, jetzt hier schön wieder Kommandotrupp. Ah, Hallöchen. Klack, klack. Mann, ich will ein neues Republic-Kommando. Ich will ein Imperial-Kommando, weil das wäre der zweite Nachfolger, der Nachfolger gewesen davon. Nein, wäre es nicht. Doch, wäre es. Weil dann die, das, die Buchreihe reißt so, aber... ich glaube nicht, dass die Spiele so rein... Weil das wird zu viel Verwirrung für die Leute werden. Execute Order 666. Klon, wenn... Das, nicht, wenn du so redest, außerdem... Okay, nicht bitte gesagt. Hast du also nicht bitte gesagt? Können wir bitte jetzt da durchpreschen? Vor uns sind zwei Helden, ne? Hi. Ja, du rennst einfach mal... ich renn einfach durch. Ich hab einen Treffer gelandet. Was willst du? Hab ich mehr erreicht als du? Nein, ich hab nämlich am Anfang den ganzen Schaden verursacht. Nee. Doch. Nee. Komm, wir machen das jetzt. Okay. Boah, du siehst schön aus. Ja, du auch. Danke. Bitte. Kenobi ist hier, um uns zu unterstützen. Für die Republik! Ah! Ist hier frei? Wir scheinen frei zu sein. Nicht frei. Einfach weiterrollen, einfach weiterrollen. Merkt doch bestimmt hier keiner, oder? Nee, nee, man wird nur beschossen, ne? Gib Deckung nach hinten. Achtung, Superkampfdroide. Au. Der sieht dich nicht, der läuft einfach weiter! Oh. Ich dachte, wir führen den Dialog weiter. Meinst du über die unsere Technik? Kannst du auch, wenn du 9 Punkte hast. Also das ist der Sniper, der über mir ist, ne? Die Sache ist halt die. Nein! Intel macht ja jetzt auch einen auf Grafikkartenhersteller. Okay, nochmal, No Name, nochmal. Das hat gut funktioniert. Ja, hier ist aber gerade ein Kommandodrede vor meiner Nase. Ja, sei mal außerhalb des Kampfes, da kann ich ja auch helfen. Okay, Sekunde. Okay. Langsames Vorrücken. Alter, das ist okay, das Beschoss! Dingens, ey, ja. Ich glaube, wir werden verfolgt, oder? Ein Schacktag. Habe ich zu viel versprochen? Ja, wie immer. Ist alles leer! Irgendwie. Da oben. Mehrere Sniper. Schaffst du, Jan. Au, Alter, was ist denn hier alles voll? Meinst du, weil der Hello der geschrieben hat? Ich hab's geschafft, da irgendwas zu zerstören. So knapp. Jetzt nehme ich Jet Trooper, jetzt habe ich Raketenwerfer. Was ist die Reaktion? Übrigens haben wir IKJ10, Hallöchen und willkommen. Hey.
It's my Shark Tag Boy. It's my Shark Tag Boy. Shaggy, Shaggy, Shark Tag Boy. Ja, Yanni Boy. Ich hasse dich nämlich nie wieder so. Hier ist ja doch wer da und ich doch schon nur nicht mehr alleine. Der hat sich vorhin noch so bei mir ausgeholt. Ja, weil da, die letzten Streams war ich immer allein hier. Ja, ich hab den Schuss abgegeben noch. Wir sind so knapp da dran. Wir schaffen das! Wir schaffen das! Ich will diesen Scheiß jetzt weg. Ja. Wir haben nur noch ein Jahr! Na komm schon, komm schon, komm schon! Nein! Ja! So richtig übermotiviert. Ja, Jan hat halt einen Trauma. Ja. Von dieser Karte. Du Dreckschiff, verreckt! Nee, das ist ein Prozessschiff. Schöne Porte. Yeah. Verrecke. Ja, das hätte er auch gesagt, wären wir. Ich bin Fünfter. Scheiße. Fick dich, Donald Trump. Fick dich. Okay, das war's. Beenden. Raus hier. Ich hab gebrochen. Jan is making an exit. Alter, Panzergefährt hat 3 Level bei mir gemacht. Mein Scharfschütze hat ein Level gemacht.